Seit über 30 Jahren spielt die Deutsche Bühne Ungarn eine wichtige Rolle in der Bewahrung und Vermittlung der deutschen Sprache sowie die Bewahrung kultureller Werte und Traditionen der Ungarndeutschen. Die DBU hat ein Ensemble aus 5 angestellten Schauspieler, Schauspielerinnen und einer Theaterpädagogin. 4 davon haben Deutsch als Muttersprache. Dadurch wird nicht nur die schauspielerische, sondern auch die sprachliche Qualität des Theaters gewährleistet. Warum diese Künstler überhaupt die DBU gewählt haben, hat bei ihnen oft auch familiäre Hintergründe. Also eigentlich wollte ich nach Rumänien ans Theater, an das Deutsche Theater und bin dann über Zufall auf die Deutsche Bühne gestoßen, hier in Ungarn. Ich wusste vorher nicht, dass es hier eine deutsche Bühne gibt. Habe mich dann auch hier beworben und es hat zum Glück geklappt. Ich habe mich auch vorher ein bisschen informiert, ich habe mir den Spielplan angeguckt, fand ihn sehr interessant und habe mir gedacht, als ich dann hier hinkomme, ach ja, das ist ein Städtchen, da kann ich mir vorstellen, ein Jahr lang zu leben. Aus diesem Jahr wurden 7. Ja, also ich hatte 2019 einen Job gesucht und vorher, bevor ich diese Annonce der DBU gelesen habe, habe ich meinen Opa besucht nach langer Zeit in Zwickau. Und aufgewachsen ist er aber hier in Koposzekce. Da wurde er auch geboren und musste dann aber 48, wie viele Familien, das Land verlassen. Also ich bin quasi auch als Enkel eines Vertriebenen hier. Meine Großeltern wohnen 25 Kilometer von hier entfernt. Meine Mutter ist 88 ausgewandert nach Deutschland, aber ich bin in beiden Kulturen aufgewachsen, mit beiden Sprachen. Und irgendwie, ich kann das nicht erklären. Ich lebe sehr gerne in Deutschland und ich spreche sehr viel besser Deutsch als Ungarisch, finde ich. Aber trotzdem war dieser Drang nach Zuhause. Und das ist hier befriedigt gerade. Im Publikum sitzen jedoch nicht nur Ungarndeutsche, sondern auch Schulklassen, die Deutsch als Fremdsprache lernen und somit fördert die DBU mit ihrer lebendigen Sprache auf der Bühne den Deutschunterricht. Auf die Frage, wie man den Jugendlichen Kultur und Sprache vermitteln kann, sind sich die Schauspielerinnen und Theaterpädagoginnen einig. Nicht nur darum, die deutsche Sprache zu vermitteln, sondern auch eben Theater und Geschichten zu erzählen, egal in welcher Sprache, mit all unseren Möglichkeiten. Ich erlebe, wenn ich mit Jugendlichen zusammenarbeite und mit ihnen erstmal auf Deutsch rede, dass sie sehr schüchtern sind. Ich möchte nicht pauschalisieren, aber üblicherweise, wenn ich in eine ungarische Schule komme, wo ungarische Jugendliche oder Kinder sind, sie verstehen sehr viel Deutsch und sie trauen sich nicht zu sprechen, weil in den Schulen ist mehr der Fokus darauf, dass es grammatikalisch korrekt ist, was sie sagen, und weniger der Fokus auf einer lebendigen Sprache, die sie beherrschen sollen. Und das ist natürlich, im Theater lernst du aber, oder du hörst eine lebendige Sprache und du achtest weniger darauf, ob das jetzt der, die oder das Auto ist, was da auf der Bühne verklingt. Aber wir haben ja eben auch noch mehr als nur die Sprache. Also wenn ich traurig gucke, dann weiß das Kind, die Person ist jetzt gerade traurig und da muss ich nicht noch sagen, ich bin traurig. Oder wenn ich lächle, sehen sie, okay, ich freue mich, ich habe Spaß. Also wir haben auch schon Stücke erlebt, da waren die Jugendlichen wirklich ganz unruhig. Aber so nach und nach hat man sie bekommen und am Ende sind sie aufgestanden und es gab Standing Ovations. Ich erlebe eigentlich größtenteils, dass es sehr gut angenommen wird und dass die Zuschauer Spaß haben und auch vor allem die Schauspieler. Wenn sie von der Schule herkommen, ist es häufig, ich muss jetzt hierher kommen und eigentlich will ich gar nicht hier sein. Und häufig merke ich, und ich glaube, das merkt das Ensemble auch, nach 5 bis 10 Minuten merken die Jugendlichen, da passiert doch was Spannendes auf der Bühne und ich kann damit doch etwas anfangen, ich habe da doch einen Kontakt dazu. Also in dem Moment lerne ich eigentlich über Emotionalität, lerne ich für mein Leben, würde ich sagen. Und dann als weitere Schritte lerne ich dann, dass wie mein Gehirn in einer fremden Sprache funktioniert. Ich lerne vielleicht auch Deutsch zu denken in dem Moment für diese 1,5 Stunden, die ich hier bin. Und ganz unterschwellig lerne ich, dass Theater ja doch was Cooles ist.